mein Gott, ich stürze ab. Ich meine, hallo und herzlich willkommen. Und ich weiß nicht. Ganz ruhig, einfach weitermachen, alles gut. Ich sehe dich. Ich sehe dich runterstürzen. Ich konnte noch nicht mal irgendwas auswählen. Es hat einfach. Das ist normal, das ist, dann ist gut, dann kommst du direkt bei mir raus, weil ich dich auch direkt in die Lobby eingeladen habe. Alles gut. Ach, du bist die andere Rettungskapsel, richtig? Ja, aber ich bin gleich vor dir. Oh Gott. Wenn du Streifen siehst. Oh Gott, siehst ja. Laufen? Vorsicht! Laufe! Nicht zu mir herein! Oh mein Gott! Boah, das war voll laut. Oh, ich höre das in meinen Herzschlag, ey. So. Als erstes hast du ja deine Rettungskapsel, da kannst du erstmal interagieren. Da ist nämlich noch was drin. Ich höre irgendwas. Ja, das sind die Viecher, alles gut. Ich habe was zu trinken. Ja, alles einpacken. So, und dann drück mal Tab. Da hast du so, so eine Art oben, also oben die linke, da ist so eine... Was willst du denn? Alter! Da kriegst du die Pulti mir eine rein, ich glaub wohl. Ja, warte, ich rüste mal meine Waffe aus. Ach du Heiland. Das Wasser ist mir immer nicht so... Viecherkill. So. Dann werde ich jetzt gleich erstmal noch eine Fraktion machen. Ja. Gib mir eine Sekunde. Also ich habe das ja schon leise gestellt, aber es ist immer noch krass laut, ne? Okay. Ich höre, wenn du schießt so, ich höre gar nichts anderes mehr. Ich höre dich zwar noch, nee. aber boah, alter Schwede, sag ich dir. Total leise, ne? Ja. Ich mache jetzt gerade meine Fraktion fertig, Moment. Okay. Dann drückst du auf. Ja, dann drückst du mal Tab und dann guckst du mal oben, sind so drei Köpfe. Nennt sich Fraktion. Manikikis. Ja, die drei Manikikis. Da gehst du mal drauf. Ja. Das ist jetzt die Fraktionsliste. Die Zerax sind von Grund auf mit uns feindlich gesinnt. Mit den anderen kann man sich anfreunden. Deswegen steht auch unfreundlich, ne? Ja. So, dann gehst du mal auf Human. Und dann siehst du, glaube ich, auf der einen Seite hier links. Ja, ich sehe schon. Fraktion, Yuna und Alien. Da klickst du mal bitte drauf und dann auf Bewerben. Ah, hast du schon rausgefunden. Das ist ja, cool. Es ist nicht schwer, wenn das denn auf Deutsch so, da steht. Gleich noch befördern zum Admin. Und jetzt wieder verlassen. Darum. Ups, ja. Und jetzt müssen wir Ressourcen sammeln erstmal, so ein paar Steinchen abbauen. Und vor allem Pflanzenfasern brauchen wir auf jeden Fall en masse, weil daraus können wir uns dann. Munition und all möglichen anderen Scheiß craften. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir alles abluten und wenn uns irgendwelche Viecher auf den Sack gehen, dass wir die einfach mal killen. Gibt nämlich Erfahrungspunkte. Aha. Das ist Süßstoff. Kannst hier ruhig dran gehen. Das sah eher wie ein Stachel oder so aus. Also. Nö. Das ist Süßstoff. Das kann man einfach nehmen. Das passiert nichts. Okay, gut. Gott sei Dank. Nur das Vieh, was mich vorhin angegriffen hat. Das tut weh. Ja. So. Da siehst du ja auch hier so die kleinen leichten Büsche, da kriegst du die Pflanzenfaser raus. Und wenn du irgendwo einen Steinblock siehst, was zum Beispiel jetzt eine Kupferfarbe hat oder blau, das sind Materialien, die wir brauchen. Genau, gib's dir wie. Erstmal hinrichten, ey. Kannst du ausbluten, das Vieh. Geht. Das hier sind Pflanzenfasern. Hier, wo ich stehe. Was machst du jetzt im Busch? Ich hab mich versteckt. Ja. Achso, nützt dir Verstecken leider nichts. Oh, das hier ist gar eine Pflanzenfaser. Kannst du auch zum Beispiel nehmen. Ah, okay, ja. Versteckspielen kann man hier leider nicht machen. Das ist doof. Und, okay, gut. Ja, da ist es. Ich muss jetzt mal kurz auf der Map gucken. Wo sind wir denn eigentlich? Hier. Oh, wir sind in der Nähe von den Talons. Das finde ich doch schon mal super. Aber dafür müssten wir darüber laufen. Das heißt jetzt also. Laufen, bis der Arzt kommt. Und wenn du rennen willst, musst du Shift-Taste drücken. Halt. Ja, ich weiß. So, mal Viecher killen. Kann ich eigentlich dich auch aus Versehen töten? Nein, das ist ja, das habe ich ja ausgestellt. Teambeschuss ist aus. Ach, komm mal mit. Ich habe hier einen Stein gefunden. Wo ist er denn? Da ist er. Da hüpft er. Mein Gott, ey, das ist ja wie ein Fortnite. Hier, hüpf. Ja, teilweise. Hüpf. So, dann tust du mal dein Multitool mal umstellen auf Entfernen von Steinen. Wenn wir beide gleichzeitig draufholzen, kriegen wir nämlich das Doppelte an dem Zeug raus, weil das ist nämlich Eisen. Was für ein Multitool? Das, was du gerade in der Hand hast. Das mach ist eine Waffe. Drauf. Mach mal einen Rechtsklick. Ach du Schande.
Ja, entfernt von Stein. Und jetzt 1, 2, 3 und draufholz. Weil so kriegen wir nämlich das Doppelte raus. Ist das geil? Das ist ja interessant. Aber auch irgendwie unrealistisch. Das ist noch so ein kleiner Bug hier in dem Spiel. Den kann man da richtig geil ausnutzen. Du kannst hier quasi Rohstoffdumping mit diesem scheiß Stein machen. Das ist voll geil. Ja, das okay. Richtig Bock, ey. Das war richtig Bock. Ah, da hinten, da sind meine friedlichen Viecher, ja, aber die rennen immer weg, auch wenn du da ankommst. Lauf doch nicht weg. Die sehen aus wie Paracelsaurus. Paracelsaurus? Ja, hier gibt es ja auch Dinosaurier. Sogar ein Triceratops gibt's auch. Und kleine miesen Raptoren, die dich auffressen wollen. Und da Schmetterlinge. Bin ich weg? Was? Oh, ja, ich komm. Hinter dir ist sogar noch ein Stein, glaube ich. Ja, auch nochmal Eisen. Sekunde, Rechtsklick. Zack. Okay. Feuer? Jupp. Oh, stopp, Dumping! Oh, das hat aber nicht mit der Verdopplung funktioniert. Ach ja. Muss ich auch noch erklären. Ja. Das hier. Also Pflanzenproteine. Wenn du die aufnimmst, nimm die mal auf. Jetzt drück mal Tab. Du hast so einen Überlebenskonstruktor. Wo neben Statistik, also rechts. Oh, da kannst du Konzentratriegel herstellen für dich. Das ist Futter, weil du musst dich auch hier um Essen um einen Scheiß kümmern. Aha. Ja. Lebenstanke. Oh, wow. Ja. Da kann man. Tank klein, Treibstoff. Oh, wir haben ein bisschen was. Ja. Ein aber vor allem müssen wir erstmal zusehen, dass wir auch Level 3 werden. Ja. Weil wir dann den komfortablen Constructor nämlich bauen können. Den braucht man nämlich unbedingt, ansonsten können wir nichts machen. Ja, dafür müssen wir erst Level 3 sein und den im Technikbau freischalten. Ja. Wir wollten erstmal doch den Eisenstein da holen. Ja, genau. Eisen, ich brauche Eisen. Feuer! Oh, Stoffdumping. Oh, ich stand das. Ab und zu ist das auch mal so, dass du auch immer nur einen Stein rauskriegst. Deswegen ist es ganz gut, dass wir dieses Doppelscheiß machen. Ah, Busch gekriegt. Hui! So. Wir hätten, glaube ich, auch eigentlich in diese Richtung hier, ne? Ja. Ja. Oh, ich bin Level 2. Ich hab Fortnite! Oh, eine Grütze, ja! Hoppala! Ach ja, und an die Zuschauer erstmal noch alles Hallo! Oh mein Gott, haben wir ja alles noch vergessen, ja? Ja, irgendwie schon. Ich hatte ja gesagt, dass es wahrscheinlich sein wird, dass wir mal neu anfangen, weil ich ja mit jemandem noch zusammenstehen wollte und das ist dann die Juna LP aus der UCF. Ja, nee, ja. Ja, nee, ja, nee, was denn nur? Ja. Bereit? Ja, Feuer. Ja, doppelte Menge. Das ist noch deiner. Ja, ich muss noch lernen, die richtig zu greifen und sowas alles. Ja, schlimmer wird's, wenn du im Weltall bist. Oh Gott. Weil dann musst du auch, also sozusagen, wenn wir eh allgemeine Flugschiff haben, dann musst du das Ding auch rotieren und so ein Kram. Du machst mich jetzt schon fertig, ey. Go. Ja, das Ding ist schon aufwendig. Damals zur Anfangszeit war das noch ganz weit noch leichter. Da hattest du so ein abgestürztes Wrackschiff und damit hattest du schon Constructor und alles drin. Und jetzt haben sie das ja so umgeändert, dass du ja einen Bohrer bauen musst und hast du nicht gesehen. Muss man nochmal zwei Riegel bauen, ich muss was essen. Aber dennoch ist das Spiel noch in der Alpha. Das ist schon. Das ist wie bei The Forest. Musst du dir vorstellen. Okay. Wie bei The Force. Es ist die ganze Zeit in der Alpha, aber schon übelst weit fortgeschritten. Weil sich jedes Mal irgendwas anderes ändert. So eine Art. Also das könnte man quasi teils mit The Force vergleichen, nur dass es halt hier ein bisschen schwieriger ist. Darunter also ich muss aber sagen, bei dir zugucken und so, ne, ist was ganz anderes als dann selber zu spielen ein bisschen. Ja. Das haben schon viele die Meinung dazu gekriegt. Ja, dann mal los. Dumping. Waren das jetzt nur echt 3 oder? Nee, es waren 4. Oh Gott. Ich hatte ja schnell schon mal eine aufgenommen.
Man Ich muss konnte, ja mal glaube kurz ich, auf die die Map gucken. Maus. Weil mit M machst du die Map nämlich auf. Steuerung. Mausempfindlichkeit. Dupdi-du, dupdi-du, Okay, ich habe Hunger. dupdi-du. Warte mal. Mal Jo. kurz was essen hier. Jetzt haben wir hier Konzentrationsriegel. Konzentratriegel. Muss ich die echt. Da müssen wir echt gucken, dass wir das mal die ganze Zeit irgendwie aufrecht machen, weil du kannst Hunger bis 500 speichern. Es ist dann natürlich auch wesentlich besser. Uah! Man sollte nicht von einem Berg springen, man kann sich sehr leicht die Knochen brechen. Lass mich Wenn raten, man du nicht bist vom Berg aufpasst, weil gesprungen? diese Charaktere sind, um es jetzt ehrlich zu sagen, sind für mich Weicheier. Die brechen sich wegen ihrem kleinen Schiss, auch wenn du die minimalste Treppe runterfällst, bricht er sich die Knochen. Oh, wir sind ja am Wasser, das ist ganz geil. Aber hier ist Lithium? Lithium, Silizium? Weil das brauchen wir nämlich auch noch. Nein, das ist Stein. Silizium! Ich sammle Stein. Ja, Steine. Steine brauchen wir auch für Schotter. Da fällt mir ein, bei Ark ist es ja gewesen, gehe ans Wasser zum Trinken, ich gehe ans Wasser und dann kommt ein Krokodil und schnappt mich. LOL. So. Ich hatte es damals in Ark gehabt, so, ich habe das Spiel gerade angefangen, ne? Ich bin irgendwo gejoint. Oder so gesagt gespawnt. Was kam mir direkt um die Ecke? Raptoren. Geil. War richtig geil. Am Anfang ist es wirklich so, dass du erstmal ein paar Mal sterben musst, bevor du richtig fertig irgendwas hast. Egal in welcher Ecke ich gespawnt war damals, da bin ich nur verreckt. Weil entweder war da ein T-Rex in der Nähe oder ich habe einen Raptor am Arsch. Ein von beiden war ja. Immer. War ein bisschen uncool. Okay. Hier, Futter. Futter. Ich wollte E drücken. Ich muss mir Ja, wenn echt man es von merken, anderen dass Spielen mich. gewohnt ist, wo du es E hast Ja. und hier hast du es mit F. Juna hat ein Was? interessantes Objekt entdeckt. Auf Was? geht's! Da ist Level bestimmt was 2. drin. Los geht's. Ich hab Angst. Da passiert dir nichts. Ich hab nur in die Richtung geguckt. Ich hab das noch nicht mal selber gesehen. Das ist einfach nur ein Wrack. Das ist also nichts Schlimmes. Außer der da drüben, der da gerade rumläuft. Mach die weg. Das ist echt das, ne? Ja. Auf das Vieh aufpassen. Das ist auch sehr angriffslustig. Okay. Es kommt zu uns. Wir sind eh noch ein bisschen schneller. Noch. Solange wir rennen. Ich habe was gehört. Was war das? Abgesehen von meinem Herzschlag hier gerade schon wieder. Ich bin schon wieder außer Atem hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist eine Salbe. Kannst du ja haben. Antibiotische Salbe, du, die ist doch nicht schlecht. Ja, deswegen, ich gebe sie dir ja. Brauch die nicht. Pflanzenprotein, Verbrauchsgegenstand, benutze aus schnell zu probieren. Wo sind wir denn jetzt? Ach du Scheiße. Guck bloß nicht auf die Map. Doch, da muss ich gucken. Oh. Siehst du das Rote? Ja. Das sind die Xerax. Ja, ich hab's mir gedacht. Oh nein. Nicht wirklich. Doch, leider. Die sind aber ganz schön dicht bei den anderen schon. Ja, bei den Talons sind die echt dicht, dran. Die sind doch nicht mehr ganz dicht, Alter! Ich weiß, ich jump hier rum wie so ein Blöder. Im Rennen. Ich sehe schon, ich komme. Ich brech mir bei den Knochen. Yay! Knochenbrechen macht Spaß. Und dass du dich darüber auch noch freust, das ist der Wahnsinn, ne? Weil ich ein Künstler dafür bin. Komm. Ein bisschen Holz abbauen. Ja, genau, aus Holz kann man die Pflanzenfaser später auch nicht herstellen. Okay. Ja. Es braucht halt echt viel Zeit hier. Vor allem anfangs. Und der Schlimmste ist, der erste Bohrer, den wir haben, der ist ein Krampf. Hier steht ja lustigerweise zum Entfernen von großen Steinen mit gleichzeitiger Gewinnung von Rohstoffen. Rohstoffe werden automatisch aufgesammelt. Bis jetzt muss ich ja selber immer klicken. Ich glaube, du musst was essen, weil
Ich habe, glaube ich, gerade deinen Charakter ätzen gehört. Ja. Ach, der jammert die ganze Zeit. Hast du nichts mehr? Was? Warte, warte. Natürlicher Süßstoff. Gute Sache. Kann ich ja einfach so verputzen, ne? Ja, wenn du Shift und dann Rechtsklick auf den Konzentratriegel machst. Bleibst du? Weg. Niemand geht an Jona ran. Merkt ihr das? Hier ist mein Käfer platt gemacht. Frust. Ja. Naja. Geht so. Kann es sein, dass du halb tot bist? Ja, das ist aber normal. Aha. Das lag ja vorher in der, Rampe hier. Ja. Falsch, den roten. Ernsthaft? Für Holz musst du den roten benutzen. Den defensiv. Den oberen. Achso, und den ernsthaft? Wieso? Ja. Zwei Holz, hast du auch was gekriegt? Zwei. Ja, perfekt. Auch wieder Rohstoffdumping. Yay! Rohstoffdumping macht Spaß. Ah, hier ist Silizium. Endlich. Ich hab Silizium gefunden. Yay, Silizium. Aha. Getreide. Ja. So, was ist eigentlich jetzt unser Ziel? Ja, wir müssen jetzt erstmal leveln. Dann müssen wir gucken, dass wir dann an Rohstoff vorankommen, wenn wir den Bohrer gebaut haben. Da müssen wir Rohstoffe sammeln und dann müssen wir uns nach und nach Base aufbauen. Und da wird auch zwischendurch jetzt passieren, dass uns dann immer wieder Drohnen auf den Sack gehen werden. Das ist Standard. Und ja, im Endeffekt, wenn man halt, so wie wir beide halt nur alleine sind, gibt es kein genaueres Ziel sozusagen. Wir können uns frei hier unsere Entscheidung halten, was wir machen. Ob wir dann zum Beispiel, wenn wir unsere ersten Zugschiffe haben, zum Beispiel Raids auf gegnerische Basen machen oder Drohnen jagen. Was es auch neu gibt hier drinne, dass auch im Weltall oder irgendwo anders auch randomized Schiffe auftauchen von den unterschiedlichen Fraktionen. Und die kann man zum Beispiel auch angreifen und ja. Silizium. Nimmt da gar nicht automatisch auf, was für ein Mumpitz. Ja, bei Steinen ist das immer was anderes. Och, hier ist nochmal Silizium. Hä? Da. Hier ist nochmal Silizium. Das ist doch Blödsinn. Warum kann ich eine Waffe alles gleichzeitig machen? Das ist doch absoluter Mumpitz. Ja, finde ich auch. Aber das ist normal. Das haben die mir ab und zu gemacht. Danke. Weil es sieht eigentlich wirklich nur wie eine Waffe aus, so stumpfst du nicht. Ja, klar. Aber sobald wir hier was aufgebaut haben oder sowas, da gibt es ja noch viel bessere Waffen. Oh je. Zum Beispiel das Sturmgewehr. Das kann man dann ganz gut gebrauchen. Ich wollte gerade den Pumpen. Oder irgendwas, aber egal. Was? Irgendwie, ich war gerade am Wasser und dann wurde ich irgendwie weggeschoben. Da habe ich gesagt, da wurde ich gebomst. Okay. Ja, ist Yolo hier drin. Oh, lass mal hier. Ich sehe jetzt echt mal zu, dass wir hier Level 3 kommen, damit wir hier uns gleich mal was machen können. Damit hier mal die Reise ein bisschen schneller geht, weil wir können auch ein Motorrad bauen. Oh, das klingt ganz gut. Aber dafür brauchen wir den anderen Konstruktor. Deswegen versuche ich auch einerseits auf Silizium zu finden. Das ist immer in der Nähe vom Wasser. Hm. Deswegen laufe ich jetzt halt in diesem scheiß Wasser hier vorbei. Upsala. So weit hoch wollte ich nur auch wieder nicht springen. Wo sind wir denn? Hallo. Was sind denn noch gerade gebraucht? Ah! Hä? Da, ich hab diesen verdammten Baum endlich weg. Oh, es wird ja dunkel. Größere Bäume, die brauchen extrem lange. Wenn ich eine Kettensäge hätte, bräuchte ich dafür 7 von meinem Treibstoffzeug, damit ich überhaupt den einen Baum abbauen kann.
Also manche Bäume sind extrem. Bäh. Ja. So, das war's aber erstmal für die erste Einstiegsfolge. Oh, schon vorbei? Ja, die erste. Ja, ja, ja. Und Lol. Wir werden uns also auf jeden Fall das nächste Mal wieder in der nächsten Folge ja leveln, ein bisschen ausrüsten. Ich finde Nahrung wahnsinnig wichtig. Und, ja, Nahrung, arschwichtig. Ja, und ich glaube, das sollten wir auch so trennen. Der eine macht vielleicht Nahrung ganz viel sammeln oder sowas und dann. Ich glaube, so was ich später. Die ganze Zeit hier tue. Ich renne hier immer noch rum wie in so ein Kassenteufel. Ja, deswegen springst du auch wie ein Hobbit hier so. Ja, ich bin der springende, hobbende Hobbit-Alien, Alter. Juhu. Okay, also bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Ein Verrückter.